»Na, mein Sohn Johann, wo gei di dat?« Er blieb stehen und streckte dem Sohne die Hand entgegen, die weiße, ein wenig zu kurze, aber fein gegliederte Hand der Buddenbrooks. Seine rüstige Gestalt, an der nur die gepuderte Perücke und das Spitzenjabot weiß aufleuchtete, hob sich matt und unruhig beleuchtet von dem Dunkelrot der Fenstervorhänge ab. »Noch nicht müde? Ich geh hier und horche auf den Wind. Verflixtes Wetter. Kapitän Klut ist von Riga unterwegs. O Vater, mit Gottes Hilfe wird alles gut gehen. Kann ich mich darauf verlassen? Zugegeben, dass du mit dem Herrgott auf Du und Du stehst.« Dem Konsul ward wohler zumut angesichts dieser guten Laune. »Ja, um zur Sache zu kommen«, fing er an, »so wollte ich Ihnen nicht nur gute Nacht sagen, Papa, sondern, aber Sie dürfen nicht böse werden, wie? Ich habe Sie mit diesem Briefe, er ist heute Nachmittag gekommen, bis jetzt nicht ennuyieren wollen an diesem heiteren Abend. Monsieur Gotthold, voilà!« Der Alte tat, als blieb er ganz ruhig angesichts des bläulichen, versiegelten Papieres, das er entgegennahm. »Herrn Johann Buddenbrook Senior persönlich. Ein Mann von Conduite, dein Herr Stiefbruder Jean. Habe ich seinen zweiten Brief neulich überhaupt beantwortet? Allein er schreibt einen dritten.« Während sein rosiges Gesicht sich mehr und mehr verdüsterte, zerriss er mit einem Finger das Siegel, entfaltete rasch das dünne Papier, wandte sich schräge, dass die Schrift vom Kandelaber aus beleuchtet ward, und führte einen energischen Schlag mit dem Handrücken darauf. Selbst in dieser Handschrift schien Abtrünnigkeit und Rebellion zu liegen, denn während die Zeilen der Buddenbrook sonst winzig, leicht und schräge über das Papier eilten, waren diese Buchstaben hoch, steil und mit plötzlichem Drucke versehen. Viele Wörter waren mit einem raschen, gebogenen Federzug unterstrichen. Der Konsul hatte sich ein wenig seitwärts bis zur Wand, wo die Stühle standen, zurückgezogen, aber er setzte sich nicht, da sein Vater stand, sondern erfasste nur mit einer nervösen Bewegung eine der hohen Lehnen, während er den Alten beobachtete, der den Kopf zur Seite geneigt, mit finsteren Brauen und schnell sich bewegenden Lippen las. »Mein Vater, wohl zu Unrecht verhoffe ich, dass Ihr Rechtssinn groß genug sein wird, um die Entrüstung zu estimieren, welche ich empfand, als mein zweiter so dringlicher Brief in Betreff der wohlbewussten Angelegenheit ohne Antwort verblieb, nachdem nur auf den ersten eine Entgegnung, ich geschweige welcher Art, zur Hand gekommen war. Ich muss Ihnen aussprechen, dass die Art, in welcher Sie die Kluft, welche dem Herrn sei's geklagt, zwischen uns besteht, durch Ihre Hartnäckigkeit vertiefen, eine Sünde ist, welche Sie einstmals vor Gottes Richterstuhl aufs Schwerste werden verantworten müssen. Es ist traurig genug, dass Sie vor Jahr und Tag, als ich auch gegen Ihren Willen, dem Zuge meines Herzens folgend, meine nunmehrige Gattin ehelichte und durch Übernahme eines Ladengeschäftes Ihren maßlosen Stolz beleidigte, sich so überaus grausam und völlig von mir wandten. Allein die Weise, in welcher Sie mich jetzt traktieren, schreit zum Himmel, und sollten Sie vermeinen, dass ich mich angesichts Ihres Schweigens kontentiert und still verhalten werde, so irren Sie gröblichst. Der Kaufpreis Ihres neu erworbenen Hauses in der Mengstraße hat 100.000 Courantmark betragen und ist mir ferner bekannt, dass Ihr Sohn aus zweiter Ehe und Associé Johann bei Ihnen mietweise wohnhaft ist und nach Ihrem Tode mit dem Geschäfte auch das Haus als alleiniger Besitzer übernehmen wird. Mit meiner Stiefschwester in Frankfurt und Ihrem Gatten haben Sie Vereinbarungen getroffen, in die ich mich nicht zu mischen habe. Was aber mich, Ihren ältesten Sohn, angeht, so treiben Sie Ihren unchristlichen Zorn so weit, es schlankerhand zu refüsieren, mir irgendeine Entschädigungssumme für den Anteil am Hause zukommen zu lassen. Ich habe es mit Stillschweigen übergangen, als Sie mir bei meiner Verheiratung und Etablierung 100.000 Courantmark auszahlten und mir testamentarisch ein für allemal nur ein Erbteil von 100.000 zusprachen. Ich war damals nicht einmal hinlänglich orientiert über Ihre Vermögensverhältnisse. Jetzt jedoch sehe ich klarer, und da ich mich nicht als prinzipiell enterbt zu betrachten brauche, so beanspruche ich in diesem besonderen Fall eine Entschädigungssumme von 33.335 Courantmark, will sagen ein Drittel der Kaufsumme. Ich will keine Vermutungen darüber anstellen, welchen verdammungswürdigen Einflüssen ich die Behandlung verdanke, welche ich bislang zu dulden genötigt war, aber ich
protestiere gegen dieselbe mit dem ganzen Rechtssinn des Christen und des Geschäftsmannes und versichere Sie zum letzten Male, dass sollten Sie sich nicht entschließen können, meine gerechten Ansprüche zu respektieren, ich Sie weder als Christ noch als Vater noch als Geschäftsmann länger werde achten können. Gotthold Buddenbrook. Verzeih, wenn es mir kein Pläsier macht, dir diese Litanei noch einmal vorzubeten. Voilà! Und mit einer grimmigen Bewegung warf Johann Buddenbrook den Brief seinem Sohne zu. Der Konsul fing das Papier auf, als es in der Höhe seiner Knie flatterte, und folgte mit verwirrten und traurigen Augen den Schritten des Vaters. Der alte Herr ergriff den langen Kerzenlöscher, der beim Fenster lehnte, und ging stramm und erzürnt am Tische entlang in den entgegengesetzten Winkel zum Kandelaber. »Assez«, sage ich. »Non parlons plus. Punktum. Ins Bett. En avant.« Eine Flamme nach der anderen verschwand ohne Auferstehen unter dem kleinen Metalltrichter, der oben an der Stange befestigt war. Es brannten nur noch zwei Kerzen, als der Alte sich wieder nach seinem Sohne umwandte, den er dort hinten kaum zu erkennen vermochte. »Eh bien, was stehst du? Was sagst du? Du musst doch irgendwas sagen.« »Was soll ich sagen, Vater? Ich bin ratlos.« »Es passiert leicht, dass du ratlos bist«, warf Johann Buddenbrook mit böser Betonung hin, obgleich er selbst wusste, dass diese Bemerkung nicht viel Wahres enthielt und dass sein Sohn und Associé ihm manches Mal im entschlossenen Ergreifen des Vorteils überlegen gewesen war. »Schlechte und verdammungswürdige Einflüsse«, fuhr der Konsul fort, »das ist die erste Zeile, die ich entziffere. Sie begreifen nicht, wie mich das quält, Vater. Und er wirft uns Unchristlichkeit vor. Du wirst dich durch dieses miserable Geschreibsel einschüchtern lassen, ja?« Johann Buddenbrook kam zornig herbei, den Kerzenlöscher hinter sich herschleifend. »Unchristlichkeit! Ha! Geschmackvoll, muss ich sagen, diese fromme Geldgier. Was seid ihr eigentlich für eine Kompanie, ihr jungen Leute, wie? Den Kopf voll christlicher und fantastischer Flausen und Idealismus. Und wir Alten sind die herzlosen Spötter. Und nebenbei die Juli-Monarchie und die praktischen Ideale. Und lieber dem alten Vater die gröbsten Sottisen ins Haus schicken, als auf ein paar tausend Taler verzichten. Und als Geschäftsmann wird er geruhen, mich zu verachten. Na, als Geschäftsmann weiß ich, was Faufrä sind. Faufrä, wiederholte er mit grimmigem pariserischem Gurgel-R. Ich mache mir diesen exaltierten Schlingel von einem Sohn nicht ergebener, wenn ich mich demütigen sollte und nachgeben. Lieber Vater, was soll ich antworten? Ich will nicht, dass er recht hat mit dem, was er von Einflüssen sagt. Ich bin als Teilhaber interessiert. Und gerade deshalb dürfte ich dir nicht raten, auf deinem Standpunkt zu bestehen. Jedoch, und ich bin ein so guter Christ als Gotthold, jedoch! Ja, du hast meiner Treu recht, jedoch zu sagen, Jean. Wie verhalten sich die Dinge denn eigentlich? Damals, als er für seine Mamsell Stüving enflammiert war, als er mir Szene für Szene machte und am Ende meinem strengen Verbot zum Trotz diese Messalliance einging, da schrieb ich ihm, mon très cher fils, du heiratest deinen Laden, Punktum. Ich enterbe dich nicht, ich mache kein Spektakel, aber mit unserer Freundschaft ist es zu Ende. Hier hast du 100.000 als Mitgift. Ich vermache dir andere 100.000 im Testamente, aber damit, basta, damit bist du abgefertigt. Es gibt keinen Schilling mehr. Dazu hat er geschwiegen. Was geht es ihn an, wenn wir Geschäfte gemacht haben? Wenn du und deine Schwester eine tüchtige Portion mehr bekommen werden? Wenn von dem Erbteil, das euer ist, ein Haus gekauft wurde? Wenn sie... Verstünden, Vater, in welchem Dilemma ich mich befinde. Um der Familieneintracht willen müsste ich raten, aber, der Konsul seufzte leise auf, an seinen Stuhl gelehnt, Johann Buddenbrook spähte gestützt auf die Löschstange aufmerksam in das unruhige Halbdunkel hinein, um den Gesichtsausdruck des Sohnes zu erforschen. Die vorletzte Kerze war heruntergebrannt und von selbst erloschen. Nur eine flackerte noch dort hinten. Dann und wann trat eine hohe, weiße Figur ruhig lächelnd aus der Tapete hervor und verschwand wieder. Vater, dieses Verhältnis mit Gotthold bedrückt mich, sagte der Konsul leise. Unsinn, Jean! Keine Sentimentalität! Was bedrückt dich? Vater,
Wir haben hier heute so heiter beieinander gesessen. Wir haben einen schönen Tag gefeiert. Wir waren stolz und glücklich in dem Bewusstsein, etwas geleistet zu haben, etwas erreicht zu haben. Unsere Firma, unsere Familie auf eine Höhe gebracht zu haben, wo ihr Anerkennung und Ansehen im reichsten Maße zuteil wird. Aber Vater, diese böse Feindschaft mit meinem Bruder, deinem ältesten Sohne, es sollte kein heimlicher Riss durch das Gebäude laufen, das wir mit Gottes gnädiger Hilfe errichtet haben. Eine Familie muss einig sein, muss zusammenhalten, Vater. Sonst klopft das Übel an die Tür. Flausen, Jean! Possen! Ein obstinater Junge! Es entstand eine Pause. Die letzte Flamme senkte sich tiefer und tiefer. »Was machst du, Jean?« fragte Johann Buttenburg. »Ich sehe dich gar nicht mehr.« »Ich rechne«, sagte der Konsul trocken. Die Kerze flammte auf, und man sah, wie er gerade aufgerichtet und mit Augen so kalt und aufmerksam, wie sie während des ganzen Nachmittags noch nicht da reingeschaut hatten, fest in die tanzende Flamme blickte. »Einerseits, Sie geben 33.335 an Gotthold und 15.000 an die in Frankfurt, und das macht 48.335 in Summe. Andererseits, Sie geben nur 25.000 an die in Frankfurt, und das bedeutet für die Firma einen Gewinn von 23.335. Das ist aber nicht alles. Gesetzt, Sie leisten an Gotthold eine Entschädigungssumme für den Anteil am Hause. So ist das Prinzip durchbrochen. So ist er damals nicht endgültig abgefunden worden. So kann er nach Ihrem Tode ein gleich großes Erbe beanspruchen wie meine Schwester und ich, und dann handelt es sich für die Firma um einen Verlust von 100.000, mit dem sie nicht rechnen kann, mit dem ich als künftiger alleiniger Inhaber nicht rechnen kann. Nein, Papa, beschloss er mit einer energischen Handbewegung und richtete sich noch höher auf, ich muss Ihnen abraten, nachzugeben. »Na also! Punktum! N'en parlons plus! En avant, ins Bett!« Das letzte Flämmchen verlosch unter dem Metallhütchen. In dichter Finsternis schritten die beiden durch die Säulenhalle, und draußen beim Aufgang zum zweiten Stocke schüttelten sie einander die Hand. »Gute Nacht, Jean! Courage, du! Das sind so Ärgerlichkeiten! Auf Wiedersehen morgen beim Frühstück!« Der Konsul stieg die Treppe hinauf in seine Wohnung, und der Alte tastete sich am Geländer ins Zwischengeschoss hinunter. Dann lag das weite alte Haus, wohl verschlossen, in Dunkelheit und Schweigen. Stolz, Hoffnungen und Befürchtungen ruhten, während draußen in den stillen Straßen der Regen rieselte und der Herbstwind um Giebel und Ecken pfiff.